Sind dir deine Daten wirklich wichtig? Sollte hoffentlich die 3-2-1-Backup-Strategie ein Begriff sein. Also von allen wichtigen Daten zu jeder Zeit 3 Kopien zu haben, die dabei auf 2 verschiedene Speichertypen setzen. Wobei eine davon wiederum an einem komplett geografisch anderen Standort sein muss. Und genau dieser letzte Teil ist oft ein Problem und darum soll es in diesem Video gehen. Je nach Datenaufkommen kann Cloud Storage nämlich wirklich, wirklich teuer werden und vor allem eine laufende Kostenposition darstellen, wo so ein kleines Synology NAS echt schnell sinnvoll sein kann. Dank Synologys wirklich großartigem Softwarepaket ist das Ganze sogar kinderleicht in der Einrichtung und, wie ihr gleich sehen werdet, im Handumdrehen erledigt. Dabei aber eben trotzdem etwas, auf das man sich wirklich verlassen kann. Weil, trust me, tut echt noch viel mehr weh, im Katastrophenfall zwar ein Backup von seinen Daten zu haben, das sich im Endeffekt aber nicht wiederherstellen lässt, weil es beschädigt ist. Theorie gut und schön, aber wie könnte so eine Backup-Strategie denn jetzt in der Praxis ausschauen? Aktive Produktivdaten liegen bei mir auf einem SSD-basierten TrueNAS-Server, wobei diese dann nach Fertigstellung des jeweiligen Projekts auf einen Archivserver verschoben werden. Neben den Snapshots, die ich direkt in TrueNAS anlegen lasse, sichere ich das EditNAS dann aber gleichzeitig auch noch via AirSync auf meine Synology RS422 Plus, die außerdem mittels Synology Active Backup for Business alles an VMware vSphere VMs und Client-PCs in meinem Netzwerk sichert. Ebenso gibt's auch hier dann wieder Snapshots, um die Retention Policy meiner wichtigen Produktivdaten noch weiter zu verlängern. Mein ausführliches Video rund ums Thema Synology Active Backup for Business habe ich euch oben rechts in der Infokarte verlinkt. Aber was jetzt, sollte mein Rack von heute auf morgen abfackeln? Dann hätte ich ein dickes Problem. Okay, nicht wirklich, weil ich alles Wichtige bisher in mein Cloud Storage gesichert habe, wird mir bei meinem monatlichen Datenaufkommen schön langsam aber einfach zu teuer. Und da ich für Backups sowieso schon voll im Synology-Ökosystem drinnen bin, habe ich jetzt das einzig Logische getan. Noch ein Synology NAS hergenommen und an einer Offset-Location deployed. Sei es jetzt bei Familie oder einem guten Freund, die monatlichen Kosten für das bisschen an Strom, was die Synology verbraucht, steht einfach in keiner Relation dazu, was ich sonst an Backblaze, AWS, Google etc. überweisen würde. Mal ganz abgesehen davon finde ich es auch ein gutes Peace of Mind, dass ich genau weiß, wo meine Daten sind und die Hardware, auf der sie gespeichert ist, durch die Bank mir gehört. Links zu geeigneten Modellen von günstig bis teuer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Stellvertretend dafür im heutigen Video die DS923 Plus, welche zwar optional mit 10 GB aufrüstbar wäre, für so ein Offset-Backup-Use-Case macht es aber nicht wirklich Sinn. Was ich daran wiederum sehr praktisch finde, ist die Erweiterungsmöglichkeit über eine Synology RX-Einheit, heißt, ich kann gemütlich mit 4 Festplatten starten, dann im späteren Verlauf, aber ohne ein neues NAS kaufen zu müssen, auf bis zu 9 Festplatten erweitern. Kommst du schon mit deutlich weniger klar, kann aber auch sowas wie die kleine DS223 eine super Option sein. Verbraucht dank seiner kleinen Quad-Core ARM-CPU quasi gar nichts an Strom und ist aktuell für nicht mal 300 Euro zu haben. Da dann 2 preiswerte Toshiba MG-Festplatten rein und schwupps hat man für nicht mal 1000 Euro ein redundantes 20 TB Backup-Target. Bevor es jetzt aber daran geht, das NAS tatsächlich an dem zweiten Standort abzuliefern, kann ich je nach Datenmenge nur empfehlen, das initiale Backup lokal zu erledigen. Heißt, Synology Hyper Backup Vault auf dem NAS installieren, der später nicht mehr bei euch stehen wird, und wenn wir gerade schon dabei sind, auf diesen NAS auch gleich einen neuen freigegebenen Ordner als Backup-Ziel anlegen. Ist das geschafft, kann man das WebGUI von dem Offset-NAS fürs Erste schließen, weiter geht's auf dem NAS, von dem die Backups rausgeschickt werden. Soll's nicht ohnehin schon geschehen sein, installiert ihr auf diesen NAS jetzt das normale Hyper-Backup-Paket aus dem Paketzentrum, in dem anschließend auch gleich der neue Backup-Job angelegt wird.
Sind die beiden NAS-Systeme im gleichen Subnet, finden sie sich übrigens durch einen Klick auf das Dropdown im IP-Adressenfeld sogar vollautomatisch und wenn nicht, bleibt einem immer noch die altmodische Tour, wie ich, die IP-Adresse von dem späteren Offset-NAS manuell einzutippen. Übertragungsverschlüsselung bleibt fürs Erste aus, weil wir die Daten sowieso nur lokal herumschieben, womit jetzt nur noch eines übrig bleibt. Durch einen Klick auf Anmelden die Verbindung zu dem zweiten NAS tatsächlich herzustellen. Den Rest, um die Kommunikation aufzubauen, übernimmt dann die Synology für euch. Das Einzige, was in dem Schritt noch gesetzt werden muss, ist das Backup-Ziel. Also genau der Ordner, den wir gerade vorhin neu angelegt haben. Im nächsten Schritt wird jetzt gewählt, was man sichern will. Solltest du im Gegensatz zu mir auch sowas wie Docker oder virtuelle Maschinen direkt auf deiner Synology laufen haben, können die praktischerweise auch gleich mitgesichert werden. Bei mir hier nicht der Fall, hüpfe also einfach mit weiter zum nächsten Schritt. Die Sicherungseinstellungen, die einem die Synology für den Job vorschlägt, sind für uns hier weitestgehend auch schon okay. Was ich einem bei so einem Offset-Backup aber nur empfehlen kann, ist zusätzlich noch die clientseitige Verschlüsselung zu aktivieren. Das Kennwort dann aber wirklich, wirklich gut irgendwo aufheben, weil wollt ihr später Daten aus dem Backup ziehen und habt den nicht mehr, bringt einem das Backup eben auch nichts. Wie lange man seine Backups aufheben will, muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber zumindest für mich reichen 3 Monate wirklich vollkommen, ist mir in der Zeit nicht aufgefallen, dass mir irgendwas fehlt, haben sie es nicht anders verdient, als endgültig gelöscht zu werden. Läuft der Backup-Job jetzt das erste Mal durch, heißt's erstmal warten. Und warten und warten. Bis einen der große grüne Haken hier dann endlich erlöst. Bevor es jetzt aber weitergeht, heißt erstmal das NAS an seinem finalen Standort abliefern. Weil jetzt gerade ist das Offsite-NAS ja noch eher weniger Offsite. Bei der Ablieferung von dem NAS aber auf keinen Fall vergessen, den Port für Hyper-Backup im sich dort befindlichen Router an das NAS zu forwarden. Bei dem Schritt kann ich euch leider auch nicht wirklich behilflich sein, ist nämlich je nach genauem Modell von dem Router immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Fritzbox, PFSense, OpenSense, was auch immer, irgendein OEM-Modem. Am besten, ihr googelt einfach mal nach dem genauen Modell von dem Router, gefolgt von Port Forwarding. Optimale Lösung wäre ohne Frage ein direkter Side-to-Side-VPN-Tunnel, würde an der Stelle aber alles zu weit führen. Wir bleiben in diesem Video bei ganz normalem Port Forwarding. Den Port durchzureichen ist aber nur die halbe Miete. Um das NAS später übers Internet auch tatsächlich zuverlässig erreichen zu können, sollte man sich auch noch eine DDNS dafür anschaffen. Ist vereinfacht erklärt nichts anderes als eine Möglichkeit, seiner öffentlichen IPv4-Adresse einen Domainnamen zuzuweisen, die man sich grundsätzlich schon mal einfacher merken kann als irgendeine random IP-Adresse, aber noch viel wichtiger, die ja immer gleich bleibt. Auch wenn du von deinem Internetanbieter nur eine dynamische Adresse bekommst. Das Programm, um die hinterlegte IP-Adresse immer wieder laufend zu aktualisieren, bringt das Synology NAS auch direkt mit. In den Einstellungen zu finden unter externer Zugriff, DDNS. Ist der Status der Domain dann auf normal umgesprungen, ist alles erledigt und es kann wieder nach Hause gehen. Dort angekommen, öffnet man jetzt ein letztes Mal Hyper-Backup und bearbeitet den bestehenden Job. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, haben wir vorhin ja die lokale IP-Adresse für die Datensicherung genutzt, geht jetzt logischerweise nicht mehr, weil das NAS komplett woanders steht. Die IP dementsprechend zu einer DDNS ändern und, ganz wichtig, jetzt auch die Übertragungsverschlüsselung aktivieren. Fertig! Von nun an geht alles bequem, direkt über Hyper-Backup auf eurer Haupt-Synology. Will man sich Daten zurückholen, einfach Hyper-Backup starten, Backup-Job auswählen und eine Wiederherstellungstask starten. Entweder über den Button oben, wo auch Container und so weiter als Extrapunkt aufgeführt werden, hätte ich welche gesichert, oder man klickt direkt in den Backup-Job auf Backup Explorer, um mehr oder minder ein File Explorer-Fenster zu erhalten, über das man in der Zeit zurückreisen kann.
Unten schön übersichtlich in einem Zeitstreifen dargestellt alle Sicherungszeitpunkte, in die man über einen Mausklick auch direkt reinspringen kann. Ab dem Punkt denke ich alles recht selbsterklärend, Daten seiner Wahl auswählen und schon kann man sie über den Klick auf Wiederherstellen wieder in die ursprüngliche Location zurückholen. Alternativ können einzelne Daten auch direkt über den Browser runtergeladen werden, kommt eben einfach darauf an, was man braucht und oder machen will. Sollten noch Fragen offen sein, gerne unten in die Kommentare oder auf meinen Discord-Server damit. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!